Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Probleme bei Meerschweinchen und Kaninchen und Nagern. Ja, ihr Lieben, wir haben doch immer wieder durch Fütterungsprobleme diverseste Probleme bei Kaninchen, Meerschweinchen und anderen Nagern. Also eigentlich die ganze Riege der Heimtierpflanzenfresser, will ich mal so sagen, weil die Kaninchen, auch wenn oft falsch gesagt, gehören nicht zu den Nagern. Kaninchen gehören zu den sogenannten Lagomorphen, zu den Langzahnigen. Und das sieht man daran, dass Kaninchen noch hinten zwei kleine Stiftzähne hinter den oberen Schneidezähnen haben. Das ist aber einfach nur eine Nomenklatur. So, Kaninchen, Meerschweinchen, eigentlich alle Pflanzenfresser, sind darauf angewiesen, dass ständig Futter nachgeschoben wird, weil der Darm eine ganz, ganz geringe Eigenmotorik hat. Also der Darm bewegt sich kaum. Wir müssen zum Beispiel auf die Toilette oder auch der Hund, wenn er ein paar Tage nichts kommt an Futter. Bei Meerschweinchen, Kaninchen und so müssen halt immer Futtermengen nachschieben, dass der Darm arbeitet. Wenn die einen halben Tag das Fressen einstellen, dann haben die ganz schnell Probleme, der Darm gast auf und dann haben wir richtig, richtig schwere Probleme. Das ist eine der häufigsten Probleme, mit denen diese Tiere bei uns vorgestellt werden, nämlich eine sogenannte Tympanie. Tympanie wie von tympanisch oder wie Pauke, weil wenn man hinten abhorcht und ein bisschen auf den Bauch klopft, hat das richtig so bing, 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 wie als wenn ihr auf eine helle Trommel klopft. Woran liegt das nun? Die Darmflora entgleist völlig. Und falsche Bakterien produzieren Gase, dann ist wirklich der Darm maximal gespannt, wie als wenn das Kaninchen eine dicke Trommel im Bauch hat. Und das ist zum einen hochschmerzhaft, wie bei uns Koliken und richtig schlimme Blähungen. Beim Heimsäuger haben wir das große Problem, dass aber auch die Darmwand, ich habe gerade eingangs gesagt, wenig Motorik hat. Die Darmwand ist dadurch auch sehr, sehr dünn. Wenn diese Darmwand von innen wie ein Ballon aufgeblasen wird, dann sind die Blutgefäße, Lymphgefäße und so weiter, die in der Darmwand liegen, werden zusammengequetscht. Und dann wird eben der Darm nicht mehr durchblutet, dann kommen andere Probleme dazu. Es kommen keine Nährstoffe mehr, Nährstoffe werden nicht mehr abtransportiert. Es kommt kein Sauerstoff, kein frisches Blut mehr in die Darmschleimhaut. Das Gewebe stirbt ab, diese Toxine werden nicht mehr abtransportiert und so weiter und so weiter. Das heißt, der schmerzhafte Prozess und das Darmproblem werden dann wie so ein Teufelskreislauf immer, immer schlimmer. Diese Tiere brauchen etwas, was diese Gasproduktion beendet. Als Baby kriegt man oftmals dieses Sub-Simplex. Das ist ein Entschäumer, sagt man auch. Das halt wirklich diese Gasbildung aufhört und diese Gasbildung, das ist wie so ein feiner Schaum. Den kann das Tier einfach nicht mehr loswerden. Das heißt, wir müssen solche Tiere müssen wir zufüttern, wir müssen ein Schmerzmittel geben, was entkrampfend ist, und dann gucken, dass der Darm einfach wieder arbeitet, dann die Gase abgehen und dann auch wieder normal Kot abgesetzt wird. Da die Tiere halt einfach aufgrund der Schmerzen auch nicht fressen, wird dieses Problem dann schnell schlimmer. Das zweite Problem, und das bedingt sich oftmals mit dem dann erstgenannten, sind Zahnprobleme. Manche Tiere haben das durch Inzucht, durch schlechte Zuchtselektion mittlerweile auch angeboren, sodass viele eine Zahnfehlstellung haben, sei es nur der Schneidezähne, dann können die halt einfach nicht mehr nagen. Man muss diese Zähne halt immer, immer wieder kürzen. Die können sich halt richtig verdrehen, sie können einwachsen in Ober- oder Unterkiefer. Aber wir haben auch eine Zahnfehlstellung an den Backenzähnen, sodass zum Beispiel bei Meerschweinchen, wo die Kaufläche so etwa 45 Grad zur Zunge gekippt ist, wenn dann die oberen Zähne nicht glatt draufstehen, genau deckungsgleich, dann bildet sich zur Zunge hin oder auch in eine andere Richtung immer eine kleine Spitze, die sich nicht mehr abreibt und immer, immer länger und schärfer wird. Und die kann in die Zunge einwachsen. Wir haben schon in der Praxis schon Tiere gesehen, wo diese auf einer Seite diese Zahnspitze so lang war und auch über mehrere Zähne ging, dass die Zunge auf halber Tiefe geschlitzt war und auf der ganzen Länge. Das Tier trotzdem bis einen Tag vorher noch gefressen hat und dann plötzlich hat es Fressen eingestellt und die Tiere nehmen ab. Deshalb ist Gewichtsverlust auch eines der ersten Symptome. Deshalb unbedingt 2-3 Mal die Woche das Tier wiegen, ein kleines Heftchen führen und wenn man dann sieht, das Gewicht kleckert nur nach unten, es schwankt nicht einfach nur, sondern es kleckert nach unten, dann auf jeden Fall schauen lassen. Die Zahnproblematik ist
einfach so, dass sie schmerzhaft sein kann. Sie kann einfach den mechanischen Kauakt behindern. Oder das noch viel größere Problem ist, wenn der Druck im Kiefer steigt, weil der Zahn einfach nachwächst zeitlebens und dann einfach der Druck in die Wurzel wächst, dann kann es auch zu Zahnabszessen kommen und die sind sehr, sehr schwer therapierbar, bis hin zu teilweise gar nicht, weil sich der Knochen komplett auflöst. Diese Zahnproblematik ist, wie gesagt, oft angeboren, aber auch oft erworben, weil, wie gerade eben gesagt, die Zähne wachsen zeitlebens. Das heißt, das Tier ist auch darauf angewiesen, dass es eine bestimmte Menge an Kaubewegungen macht, um halt die Zähne wieder abzureiben. Also genauso viel wie nachwächst. Wie ein Hund, der halt auf festen Untergrundläufen sich immer die Krallen abläuft. Wenn ein Hund halt nur auf Gras läuft oder sowas, dann laufen sich auch die Krallen nicht mehr ab, wachsen immer länger und werden vielleicht sogar rund. Das passiert auch bei den Zähnen. Und jetzt füttern wir häufig unsere Pflanzenfresser ganz, ganz falsch. Ein Hamster zum Beispiel, da ist es okay, dass er viel Körner frisst, aber Meerschweinchen, Kaninchen, Chinchillas und andere, die sind halt drauf getrimmt, in freier Wildbahn auch nur Heu zu fressen. Oder halt Gräser generell oder Grünzeug. Um richtig satt zu werden, müssen die einfach eine ganze Menge kauen, weil auch wir könnten von Heu nicht satt werden. Das ist das erste Problem, dass wenn die nicht genügend Kaubewegung machen, dann werden die Zähne zu lang. Und was füttern wir sehr, sehr häufig? Körnerfutter. Das heißt, ich rate immer an, je nach Größe des Kaninchens, bei einem kleinen Zwergkaninchen wie ich einen Teelöffel, bei einem größeren Kaninchen einen Kaffeelöffel, maximal ein Körnerfutter pro Tier und Tag. Am besten sogar nur einmal die Woche oder zweimal die Woche. Und dann eigentlich nur Heu und zwei, dreimal am Tag Grünfutter. Ich werde vielleicht zwischendurch ein bisschen sarkastisch, seht mir das bitte nach, aber es ist aus meiner Sicht einfach manchmal auch sehr, sehr lustig. Aus Sicht des Besitzers teilweise nicht, weil ihr verlasst euch teilweise natürlich drauf, das, was die Zooläden euch sagen, aber teilweise auch einfach, was, ja, was einem so vorgetragen wird, was man irgendwo liest. Und wir vergessen, und da nehme ich mich nicht aus, einfach den logischen Menschenverstand. Und vielleicht sehe ich es auch hauptsächlich so, durch meine Fachexpertise, aber es ist einfach so, dass ich sage, ja, wir schauen oft nicht über den Tellerrand und da geht es mir in anderen Fachbereichen, wo ich keine Ahnung von habe, sicherlich genauso. Ein Kaninchen und auch ein Meerschweinchen frisst in freier Wildbahn kein Getreide, keine Körner. So, es liegt einfach daran, dass, wann gibt es draußen denn überhaupt Weizen oder Getreide oder Haferflocken oder Erbsen oder Mais? Eigentlich nur im Herbst, wenn die Ernte ist. Wir füttern das aber unseren Tieren den ganzen Tag. So, das heißt, in freier Wildbahn gibt es das einfach nicht, sondern erst im Herbst oder Spätsommer, wenn geerntet wird, dann liegen Körner rum, dann gibt es Mais, dann haben die einfach auch Kohlenhydrate und diese vielen, vielen Kalorien, von denen sie einfach viel, viel zu schnell satt sind und nicht genügend Kaubewegung machen. Und deshalb sich die Zähne nicht abreiben und das führt dann zu entsprechenden Problemen. So, ganz spannend sind dann, und jetzt kommen wir ein bisschen zum Sarkasmus, die Besitzer, die sagen, ja, ich fütter meinem Tier, die kriegen auch immer so eine Klammerstange. Zeigen Sie mal, was für eine. Ah, von der Firma, so ein Holzstängelchen mit Getreide drumherum und mit ganz viel Honig zusammengeklebt und so weiter. Okay, die Kaustangen kennt ja fast jeder. Und dann sage ich immer, ja, die sind echt gut. Gerade der Honig, weil ich habe das, als ich kleiner war, hatten wir einen großen Garten. Ich habe das immer sehr, sehr gerne beobachtet, wenn die Kaninchen auf den Baum geklettert sind, um oben aus dem Bienennest den Honig zu holen. Worauf die Leute mich dann, die Tierbesitzer, böse angucken und sagen, ob ich sie verarschen will. Ich sage, sie haben ja angefangen. Ja, wie? Und dann werden die wirklich richtig böse. Und da meine ich mit Sarkasmus, welches Kaninchen oder Meerschweinchen frisst in freier Wildbahn den Honig? Das heißt, genauso, dass wir ganzjährig Kohlenhydrate, also Getreide, füttern, in freier Wildbahn frisst ein Kaninchen überhaupt keinen Honig. Warum füttern wir Tieren sowas? Und ja, aber das gibt's halt im Zooladen und das ist auch niedlich, wenn die Kaninchen da und die Meerschweinchen dann rumknabbern. Insofern denkt man, ja, wir tun denen was Gutes, wir wollen ja auch mal ein Leckerli. Wir tun denen aber alles andere als Gutes. Damit wird's erst richtig schlimm. Also deshalb vergesst, was die Zooläden euch sagen. Meerschweinchen, Kaninchen, andere Pflanzenfresser, bis auch zum Beispiel Hamster, die zum Beispiel auf Körner spezialisiert sind, aber gerade Meerschweinchen, Kaninchen, bitte 90% Heu und 10% Frischfutter.
Und das können verschiedenste Sachen sein. Da gibt es im Internet ellenlange Listen, welche Grünfutter man verfüttern kann und welches Gemüse. Aber sicherlich nicht sowas. Und da haben wir auch schon das zweite Problem, weil Meerschweinchen und Kaninchen eben von diesem Körnerfutter und auch gerade von Zucker wie Honig und sowas nicht nur schnell satt sind und nicht genügend Kaubewegung machen, sondern wir haben noch ein Problem. Bakterien im Darm. Wir Menschen, Hunde, Katzen, könnten von Heu gar nicht leben, weil wir können Zellulose nicht verdauen, also Heu und Gräser. Meerschweinchen, Kaninchen, Kühe, Schafe, Ziegen, die haben spezielle Magenabteile, wo entsprechend dann, wie auch beim Pferd, entweder im großen Blinddarm, wie auch beim Meerschweinchen, Kaninchen, oder halt bei der Kuh oder beim Schaf und bei der Ziege im Pansen entsprechende Bakterien vorkommen, die für das Tier die ganze Arbeit machen und Zellulose aufspalten. Daraus halt alles Mögliche an Kohlenhydraten, Proteinen und so weiter bilden, von denen das Tier dann lebt. Wir haben diese Bakterien nicht, wir würden von Heu verhungern. Aber wenn man Meerschweinchenkaninchen jetzt nicht genügend Heu gibt, dann hat die Bakterienflora im Darm ein Problem. Weil Kohlenhydrate in Form von Zucker bzw. in Form von Getreide einfach viel, viel zu schnell verdaut wird. Das heißt, diese haben gar keine Arbeit, das heißt, der Zucker wird sofort verdaut und die Bakterienflora hat einfach überhaupt keine Nährstoffe. Das heißt, es sterben bestimmte Bakteriensorten ab, andere kommen mit dem Futter dazu und führen dann zu entsprechenden Aufgasungen, Fehlgärungen, Infektionen des Magen-Darm-Traktes. Mit dann entsprechenden, ja, sich gegenseitig bedingenden Abhängigkeits- und Teufelsspiralen, nämlich das Meerschweinchen hat Schmerzen oder das Kaninchen, weil es Zahnspitzen hat. Dann frisst es nicht mehr, dann kriegt es Magen-Darm-Probleme. Aber halt auch zu viel Körnerfutter, dann fressen die zu wenig, die haben eine Darmaufgasung, sie haben zusätzlich ein Zahnproblem. Beides ist schmerzhaft. Beides ist so schmerzhaft, dass das Tier weniger frisst und noch weniger kaut. Das heißt, das Problem beschleunigt sich gravierend. Deshalb meine Bitte, 90% Heu, 10% Frischfutter und am besten gar kein Getreide, gar keine Fertigfutter. Und wenn, dann maximal kleine Kaninchen oder kleine Tiere einen Teelöffel oder einen Kaffeelöffel voll, mehr auch nicht. Und nicht nur volle Kachelinchen, wenn wir es die Zoolehne mal machen. Und gute Frischfutter. Wo ihr ein bisschen mehr geben dürft, ist, wenn euer Kaninchen ganzjährig draußen ist, auch im Winter. Dann kann man ruhig im Frühherbst oder Spätherbst anfangen, etwas Kohlenhydrate zu füttern. Einfach, weil die dann ein bisschen Speck auf die Rippen kriegen, um halt im Winter dann entsprechend gut zu überstehen. Aber diese Tiere verbrennen noch ganz schön viel Kalorien, wenn die dauernd draußen sind, bei Eis und Schnee. Die brauchen einfach ein bisschen mehr, aber alle anderen brauchen die Kohlenhydrate nicht. Lasst regelmäßig die Zähne von euren Meerschweinchen, euren Kaninchen und anderen Nagern nachschauen, dass man da keine böse Überraschung erlebt. Und passt gut auf eure Fellnasen auf, auch auf euch selber. Und wir sehen und hören uns im nächsten Podcast. Tschüss, ihr Lieben. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht's direkt weiter hier mit Henning Wills.